Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forspoken, wo wir in schwindelerregender Höhe auf einer Plattform stehen und einem kleinen leuchtenden Vogel, Schmetterling, was auch immer das war, dort unten hin folgen möchten. Und da ich tatsächlich ein kleines bisschen oder auch ein bisschen mehr an Höhenangst leide, Gott sei Dank jetzt nicht unbedingt in Spielen, aber so grundsätzlich, klettern wir ganz schnell diese Leiter runter. So. Okay. Dann schauen wir doch gleich mal, was ist das? Schönes Teil. Nope, so komme ich leider nicht rein. Ich muss woanders suchen. So ein Mist, aber war ja klar. Das hier sieht doch, ja, nach einem sehr offensichtlichen Eingang aus. Okay. Die Luft ist definitiv rein. Okay, haben wir hier Mann, oh sonst Mann, noch irgendwas? das lassen die einfach hier? Offenbar nicht. Nur jede Menge Chaos und ja, den Armreifen. Oh Mann. Wow. Okay, ja, wir speichern einfach mal, wenn uns das Spiel schon so freundlich fragt. Cool. Okay. Klassische Reaktion, würde ich mal sagen. Wo zum Teufel sind wir hier gelandet? Ja, Freys Abenteuer in den Kaninchenbau. Ich glaube auch. Aber es sieht zumindest schöner aus als unsere alte Wohnung. Definitiv schöner. Wo bin ich? Was ist bloß passiert? Mann, hier zieht's wie Hechtsuppe. In Ethia. Wer ist da? Und nicht ganz deine Welt. Ich schwör dir, Arschloch, zeig dich, oder ich werde... Mich zeigen? Ich bin nicht zu übersehen. Zeig dich, sagt sie. Ich kann mich schwerlich noch mehr zeigen. Wo bist du? Hier bin ich. Am Ende deines Ärmchens. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Heißa, jawohl. Du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Nein. Doch. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser... Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif? Pff, Armberge vielleicht.
Berge. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt zu bekloppt. Aber es ist wahr. Oh, stopp, du tust mir weh. Au. Echt jetzt? Nein. Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Hm? Ich war... Ist auch egal. Kapitel 2. Gestrandet. Bin noch hier. Wer auch dahinter steckt, hör auf! Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Wie wär's, wenn wir uns erstmal beruhigen und uns einander vorstellen? Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Ich höre keine Stimme. Das muss ein Albtraum sein. Ah, hier geht's runter. Okay. Gib Acht, dass du nicht stolperst. Du kannst auch sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, die Gespräche zwischen den beiden werden nicht allzu, ja, nervig. Hör mir zu, Frey. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns eint ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein, hau ab! Bind dich los! Wie du siehst, sind wir beide unzertrennlich. Und nur du kannst mich hören. Stopp! Halt den Rand! Das ist doch völlig irre! Ja, was ich sagen wollte, ich hoffe... Beruhige dich. Du musst mir zuhören. Nein, ich muss nur eins rausfinden, wie ich heimkomme. Ich wollte dort weg, ja. Es war falsch. Es war so aussichtslos. Nun, die Aussichten hier sind auch nicht gerade rosig, fürchte ich. Was soll das heißen? Okay. Hält es jetzt die Klappe? Kurz? Das fände ich ganz toll. Ich habe schon gehört, dass die Gespräche zwischen Frey und dem Ralf sehr nervig manchmal sein können und sollen. Ich hoffe, keine Ahnung, vielleicht wurde das schon gepatcht oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es fällt uns nicht allzu sehr auf die Nerven, sondern dient eher der Belustigung, vielleicht auch dem ein oder anderen Tipp, wenn man mal festhängt. Wir werden es sehen. Und ich muss sagen, ne, dieses kleine Häuschen ist schon ein bisschen cool. Also, ich sag mal so, ich würde es nehmen, glaube ich. Okay, definitiv. Ich würde es definitiv still nehmen. Was? Schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Warum auch durch die Tür gehen? Das wäre jetzt so einfach. Unterhaltungen mit Ralf. Ab und zu hast du die Gelegenheit, eine Pause einzulegen und mit Ralf die letzten Ereignisse durchzugehen. Wähle dann einfach ein Thema aus, um es anzusprechen. Okay. Hey, Ralf. Aha, was möchtest du mit Ralf besprechen? Was genau bist du? Wie bist du in diesem Land gelandet? Wie bist du ein Armreif geworden? Ihm dein Handy zeigen? Ach, nichts. Ich will ihm mein Handy zeigen.
um Himmels Willen hast du da in der Hand? Nein, Smartphone. Ist für Nachrichten, Anrufe, Spiele, Videos und für Selfies und... Ich hab nebenbei nicht vor, dir irgendwas davon zu erklären, also frag gar nicht erst. Ich weiß, was ein Selfie ist. Echt jetzt? Nein. Was kann das Ding denn sonst noch? Es hat auch GPS, was mir normalerweise verraten würde, wo ich gerade bin. Und wo bist du? Irgendwo zwischen Fegefeuer und Hölle. Das hat es dir gesagt? Oh ja. Und wir kriegen sogar gleich noch einen neuen Archiveintrag dazu. Okay, wenn uns das Spiel schon dazu zwingt, würde ich sagen, wir nehmen auch hier die zwei nochmal mit. Dann haben wir die Archiveinträge aus New York wahrscheinlich sogar vollständig. Also, Alice im Wunderland. Freys Lieblingsbuch erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die in ein fantastisches Reich versetzt wird. Etwas, von dem Frey sich oft gewünscht hat, dass es ihr selbst passiert. Sie weiß, dass es ihr Lieblingsbuch ist, weil jemand Wichtiges ihr früher daraus vorgelesen hat, aber sie kann sich nicht erinnern, wann oder wer es gewesen sein könnte. Freys Fluchtplan. Genug Geld beschaffen, ein letztes Mal um den Mist von Gegen kümmern, Futter und Transportbox für Homer, Fahrzeugkarte kaufen, Penn Station, 23.12. abhauen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so eingetreten, wie wir uns das gewünscht hätten, aber naja, so ist das mit Plänen leider viel zu häufig. Und dann haben wir noch Freys Handy. Freys Handy hilft ihr, über wichtige Dinge auf dem Laufenden zu bleiben. Zumindest ist es dafür gedacht. Tatsächlich ist es hauptsächlich mit niedlichen Fotos von Homer gefüllt. Leider scheint Athia kein Mobilfunknetz zu haben. Also kann sie nur die Kamera verwenden. So ein Mist. Okay. Und hier... Achso, das ist nur Kapitel 1. Ja. Gut. Das haben wir erlebt. Das müssen wir jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, nicht ganz so doll lesen. Aber wir können auch weiter mit Ralph sprechen. Was genau bist du? Wir sind also eine Bande. Uns eint ein paar Hand. Von mir aus, wir kleben aneinander, aber wie passt du ins Bild? Ins Bild? Wer bist du? Ich bin, was du siehst. Spitze! Und mehr verrätst du mir erst nach der Werbepause, oder was? Ich verstehe nicht. Ist schon gut. Okay, wie bist du in diesem Land gelandet? Oder in diesem Laden gelandet? Wie bist du überhaupt in diesem Ramschladen gelandet? Gute Frage. Das wüsste ich auch gern. Ich weiß nur eins. Bevor ich in deine Welt kam, war ich hier in Athia. Im Ernst? Das heißt, es ist deine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Verleumdung! Ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin genauso begierig darauf zu erfahren, was uns hierher gebracht hat, wie du. Okay. Und wir bekommen eine Info über Athia. Ein mysteriöser Kontinent in einer anderen Welt, der gleichzeitig atemberaubend schön und zutiefst beunruhigend ist. Ein dichter, unheilvoller Nebel umgibt mittelalterlich anmutende Bauwerke und trägt zur fremdartigen Atmosphäre bei. Und als wäre das noch nicht Beweis genug dafür, dass Frey weit weg von zu Hause gelandet ist, gibt es hier auch noch gefährliche Monster, gegen die sie kämpfen muss. Okay. Dann stellen wir ihm jetzt auch noch die letzte Frage, um den Ralph etwas besser kennenzulernen. Wie ist er überhaupt ein Armreif geworden? Sag mal, warst du schon immer so? So? So ein quatschender Schmuck? Nein, ich glaube nicht. Was weißt du denn noch? Ich bin hergereist. Athia ist nicht meine Heimat. Ich bin hier fremd, wie du. Als ich hier eintraf, herrschte Streit zwischen den Tantas. Den Tanten? Tantas. Die vier äußerst mächtigen Herrscherinnen Athias. Jede von ihnen besaß eine Gabe. Das heißt, Magie oder sowas? Wenn du damit die Fähigkeit meinst, mich in ein unbelebtes Objekt zu verwandeln, dann ja. Okay, die Tantas. Die mächtigen Zauberinnen, die einst über Athias vier Reiche herrschten. Jede verkörperte eine andere Tugend, von der ihr Herrschaftsstil geprägt wurde.
Das Volk Aethias verehrte die Tantas und lebte unter ihrer Obhut im Wohlstand, aber Reif zufolge war nicht alles so harmonisch, wie es oberflächlich den Anschein hatte. Okay. Und damit sind wir durch mit dem Sprechen. Ich muss ja gestehen, so ein riesiger Armreif muss doch tierisch ungemütlich sein am Arm, oder? Also, keine Ahnung. Scheiße, was war das? Mir reichen Eins meistens schon. Talente sozusagen. Da vorne scheint eine Siedlung zu sein. Vielleicht können wir dort rasten. Ja, was ich sagen würde, mir reicht meistens schon so ein kleiner Armreif, der mir am Handgelenk rumwedelt, sozusagen. Okay, Reifs Kompass. Reif besitzt viele Kräfte. Unter anderem kann er dir den Weg zu deinem nächsten Zielort weisen. Wenn du seine Hilfe brauchst, dann halte einfach Steuerkreuz nach oben gedrückt und er zeigt dir die Richtung, in die es weitergeht. Diese Funktion ist manchmal nicht verfügbar. In solchen Situationen wird ein entsprechendes Symbol angezeigt. Und woher weißt du das? Was bist du? Meine Fähigkeiten sind schier grenzenlos. Schließlich bin ich eine Armberge. Aha. Okay, das finde einen Ort zum Ausruhen. Janun. Janun? Aber du meintest... Aethia, großes Reich. Janun, kleines Land. Janun gehört zu Aethia. Verstehe. Wie New York City und der Staat New York. Genau. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was Newark ist. Nö, nicht Newark. New York. Nu was? Lass stecken, Mann. Okay. Ja, doch, dieses Haus, diese kleine Hütte sozusagen. Ich nehme das. Gar kein Problem. Sieht schon sehr, sehr, sehr nett aus. Okay. Dann folgen wir mal der nicht mehr im Bild seienden Spur. Habe ich da gerade was gesehen? Ja, eine Säule. Okay. Ich glaube, wirklich viel zum Sammeln gibt es hier noch nicht, nehme ich an. Also machen wir uns mal hierhin auf den Weg. Sieht ja schon sehr lila aus hier. Du Kleines? Vorsichtig. Na komm, nicht so schüchtern. Im Ernst, tu das nicht. Ziehen wir einfach weiter. Warum hast du denn so Schiss vor dem kleinen Viech? Oh. Wow! Weil der erste Eindruck oft trügt. Das sagst du mir jetzt? Shit! Na, steh nicht dumm rum. Besiege das Monster. Angriffsmagie. Frey kann dank dem besonderen Band, das sie mit Reif verbindet, mächtige Angriffszauber einsetzen. Drücke R2 für einen schnellen magischen Angriff und halte die Taste gedrückt, um mehr Kraft zu sammeln. Verschiedene Angriffszauber sind verfügbar. Halte R1 gedrückt, um ein Menü zu öffnen, in dem du zwischen ihnen wechseln kannst. Was zum? Jetzt nur keine Panik. Okay. Verstanden. Sehr schön. War ich das? Nun, ich war nicht ganz unbeteiligt. Das war doch nicht ich. Nein, wir. Das war beschissene Magie, Mann. Vielleicht hat unser Band gewisse Fähigkeiten geweckt, die... Ich bin eine scheiß Magierin, oh Mann. Ich höre immer nur ich. Ich bin eine scheiß Magierin, ich fass es nicht, Mann. Ja, okay, das ist mein neues Leben. Ich kann Magie mit einem Armreif reden, krasse Viecher umlegen, weißt du was? Bald kann ich fliegen. Oh, bitte, jetzt übertreibst du aber. Ach, tu ich das? Ich kenne ja die Regeln nicht. Wenn du diese neuen Fähigkeiten meistern könntest, mit meiner Hilfe, versteht sich dann... Hast du meinen glorreichen Sieg etwa nicht gesehen, Bruder? Oh, ich bin hier, ihr möchtegern Monster. Okay, jetzt wird sie aber ein bisschen übermütig. So, was habe ich denn hier noch so für... Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich gerade angegriffen. Schön, ich wollte doch mal gucken, was ich noch so kann. Okay, Reifs Abwehrkräfte. Reif kann dich vor Angriffen schützen, damit du weniger Schaden nimmst. Er verteidigt dich ohne dein Zutun, aber du solltest deine Trefferpunkte im Auge behalten, denn auch Reifs Möglichkeiten sind begrenzt. Ja, sonst wären wir auch unbesiegbar. Ich würde auch gerne wissen, wie ich ausweiche, ehrlich gesagt.
Ja, da war der Lutfinger wieder ganz schnell. Ich habe was eingesammelt. Materialien sammeln. Athia ist voller nützlicher Ressourcen wie Erz und Heilpflanzen. Du musst nur wissen, wo du danach suchen musst. Sie werden dir bei deinem Abenteuer äußerst nützlich sein, also greif zu, wenn du fündig wirst. Okay. Erfahrung. Indem du Gegner besiegst, verdienst du Erfahrungspunkte. Wenn du genug davon gesammelt hast, steigst du eine Stufe auf. Unterwegs kannst du auch auf andere Weise Erfahrung gewinnen, zum Beispiel indem du Missionen abschließt. Okay. Ich hoffe übrigens, dass die Musik nicht zu laut ist jetzt gerade in Kämpfen. Falls doch, werde ich es ja beim Schneiden sehen und dann für die nächste Aufnahme entsprechend anpassen. So. Okay. Okay, jetzt. Gut. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Sehr schön. Was ist mit den Viechern hier los? Sie wirkten tatsächlich irgendwie verändert. Das wirft die Frage auf, was wohl für diese Mutation verantwortlich ist. Ja, das ist doch wohl nicht normal. Okay, das Tutorial ist wirklich sehr... einblendefreundlich. Alles, was man findet, wird einmal erklärt. Das ist toll, kann aber auch ein bisschen nerven. Aber okay. Heiltränke und Trefferpunkte. Frey kann Heiltränke benutzen, um ihre Trefferpunkte aufzufüllen. Wenn ihre Trefferpunkte auf 0 sinken, ist das Spiel vorbei. Also vergiss nicht, rechtzeitig einen Trank einzunehmen. Drücke dazu Steuerkreuz nach unten. Okay. Cool. Und wir können scheinbar 6 davon auf einmal mit uns rumtragen. Okay, und es blinkt einfach nur überall. Das nehme ich mal mit. Und da kämpfen wir wieder. Achso, okay, das war schon cool. Kann ich jetzt vielleicht gucken? Hier, was haben wir denn noch? Wir haben aber den Sprengschuss. Katapultiert Klumpen aus explosivem Gestein. Den Schildschuss generiert beim Aufladen ein Abwehrschild, der bei Loslassen zerbricht. Die Splitter fliegen nach vorn. Und den Salvenschuss verschießt beim Aufladen einen steten Strom aus Steinen und schleudert beim Loslassen ein Langstreckengeschoss mit hoher Wucht. Okay, wir bleiben mal bei dem Steingeschoss erstmal. Und wenn hier alles immer leuchtet, haben wir ein kleines Problem, denn ich muss dann alles einsammeln. Das ist so beinahe ein innerer Zwang, könnte man sagen. Der andere innere Zwang heißt erkunden. Wenn ich hier schon so einen schönen Weg sehe zu einem Häuschen, dann müssen wir dahin. Es tut mir nicht leid, ehrlich gesagt. Was haben wir hier? Jununa, okay. Raus. Nochmal zum Mitschreiben. Schön. Ich bin also an einem Ort, der nicht gerade meine Welt ist. Hier gibt es verdammte Drachen und... Oh ja, ich rede mit einem verfickten Reif! Armberge. Eine Kiste. Was ist da drin? Wilder Moschus. Toll. Okay. Finden wir hier noch was? Ich glaube nicht. Da kommen wir definitiv nicht nach oben. Okay. Gut, dann einmal wieder zurück. Und weiter in Richtung Questziel. Vorher sammeln wir natürlich noch ein bisschen ein. Sehr schön. Aber ich muss sagen, das sieht doch schon sehr cool aus hier. Also, sehr, sehr cool. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Halt, was liegt da? Ah, noch ein Heiltrank. Das ist immer ein gutes Zeichen. Besonders, wenn man kurz davor ist, die Questmarkierung zu erreichen. Zum Teufel, das fühlt sich so komisch an. Es scheint eine Art perfides Miasma in der Luft zu liegen. Okay, Kommando zurück. Aber es scheint überhaupt keine Wirkung auf dich zu haben, oder? Außerdem sehe ich wenig Nutzen darin, kehrt zu machen. Also dieses Miasma, was ist das genau? Eine ziemlich mysteriöse Sache. Ich vermute, dass es die Ursache für das sonderbare Aussehen der hiesigen Fauna ist. Und wieso tut es mir dann nichts? Gute Frage. Könnte es vielleicht daran liegen, dass du dir so einen hervorragenden Reisegefährten ausgesucht hast?
Nö, eher nicht. Ganz bestimmt nicht. Nichts als Ruinen. Hier war wohl schon eine Weile niemand mehr. Frag mich, wie lange hier schon alles verfallen ist. Vielleicht sehen wir uns besser woanders um. Ralfs Radar. Mit Ralfs Kräften kannst du Gegner und Gegenstände in deiner Nähe orten. Das ist praktisch, um frühzeitig herauszufinden, was dich hinter der nächsten Ecke erwartet. Okay. Da ist etwas. Okay, das ist jetzt mehr als offensichtlich, dass da was ist. Und da offenbar auch. Und da nehme ich mal an, das sind zwei Tierchens. Okay, also hier war was. Dann schauen wir doch mal, was das ist. Eine Kuh. Ja, eine Truhe. Das war jetzt gerade ein Mix aus Kiste und Truhe. Schön. Neue Worte erfinden macht Spaß. So. Okay. Und das nächste Kampftutorial. Unterstützungsmagie. Unterstützungsmagie hat eine Vielzahl an Effekten, die im Kampf das Blatt zu deinen Gunsten wenden können. Manche lästigen, flinken Gegner musst du bremsen oder sogar ganz stoppen, bevor du sie angreifen kannst. Unterstützungsmagie macht es möglich. Setze deinen aktuell ausgewählten Unterstützungszauber mit L2 ein oder drücke L1, um ein Menü zu öffnen, indem du einen anderen Zauber auswählen kannst. Beachte, dass du nach dem Einsatz eines Unterstützungszaubers eine Weile warten musst, bis du ihn erneut benutzen kannst. Du kannst aber den Vorgang durch einen erfolgreichen Treffer mit Angriffsmagie beschleunigen. Okay. Jetzt heißt es zuschlagen. Sag los. Okay. Das funktioniert doch soweit so ganz Luft und blauer gut. Himmel. Ich wollte an einen besseren Ort fliegen. Und wo bin ich gelandet? Hier ist es noch 10-mal schlimmer. Oh, du Ärmste. So, da hinten liegt noch etwas. Noch eine Kiste. Sehr schön. Und noch ein Heiltrank und etwas, was wir nicht aufnehmen können. Also wahrscheinlich noch ein Heiltrank. Eventuell. So. Ich nehme mal an, dass hier sieht so aus, als müssten wir dahin. Richtig, cool. Oh. War ja klar, dass die Bestien mit der Zeit größer werden. Das ging jetzt ziemlich schnell mit dem Größerwerden. Gegner ins Visier nehmen. Nutze R3, während ein Gegner in deinem Blickfeld ist. Ein Zielerfassungssymbol wird angezeigt und die Kamera bleibt auf den erfassten Gegner ausgerichtet. Wenn mehrere Gegner sichtbar sind, kannst du mit R das Ziel wechseln. Okay, R3 und... Ich würde gerne ausweichen können. Kann ich noch nicht, glaube ich. Schubmagie. Wenn du Angriffs- und Unterstützungszauber einsetzt, wird deine Schubmagie nach und nach aufgeladen, sodass du schließlich einen besonders mächtigen Zauber wirken kannst. Drücke R2 und L2, wenn deine Schubmagie aufgeladen ist, um ihn zu entfesseln. Wenn du den richtigen Zeitpunkt wählst, kannst du damit alle Angreifer auf einen Schlag vernichten. Cool. Das war jetzt ja nicht ganz so erfolgreich, glaube ich. Ah. Todesstöße. Wenn es dir gelingt, deinen Gegner aus der Fassung zu bringen, wird er manchmal anfällig für einen Angriff, bei dem Ralfs Fähigkeit, verheerenden Schaden auszurichten, voll zum Tragen kommt. Sobald du nahe genug bist, kannst du einfach Dreieck drücken, um den Angriff auszulösen. Er bewirkt nicht nur enormen Schaden, sondern kann außerdem Freys Trefferpunkte auffüllen. Dann machen wir das doch mal. Das war erfolgreich. Sehr schön. Gut. Und das nächste Tutorial. Hurra! Mana und Magie. Du bist eine Stufe aufgestiegen und hast Mana verdient. Damit kann Frey neue Zauber erlernen. Öffne dazu das Hauptmenü und wähle Magie aus. Hier kannst du Mana verbrauchen, um neue Zauber zu erlernen. Du erhältst Mana, wenn du eine Stufe aufsteigst und findest manchmal auch unterwegs welches.
Füge deinen Fertigkeiten einen neuen Zauber hinzu. Halte X gedrückt, um ihn zu lernen. Das machen wir doch sofort und ich nehme mal an, das hier ist das Einzige, was wir lernen können. Den Lauf. Ermöglicht es dir, dich rasend schnell zu bewegen und Parkour-Moves einzusetzen. Dafür müssen wir L und Kreis gedrückt halten. Okay, dann lernen wir das mal. Sehr schön. Hübsch. Danke, Professor. Du sollst mich Armberge nennen. Klar, Reif. Klar. Ich muss auch sagen, Reif klingt in meinen Augen deutlich besser als Armberge. So, was passiert jetzt? Shit! Oh. Diesmal wäre es ratsam, wegzulaufen. Ach was. Ich wollte gerade die Folge beenden. Ich glaube, das wird noch nichts. Okay, magischer Parcours. Du hast die Fähigkeit Lauf freigeschaltet, die es dir ermöglicht, den magischen Parcours zu nutzen. Mit ihrer Hilfe kannst du deinen Feinden davonsprinten und dabei automatisch niedrige Hindernisse überwinden. Halte L und Kreis gedrückt, um es auszuprobieren. Okay, dann mal. Okay, das ist der Hammer. Sieh dir diese Sprünge an. Ja, finde ich gut. Pass nur auf, dass du vor lauter großen Sprüngen nicht hops gehst. Ich laufe wie der Wind und das ohne müde zu werden. Statusleiden. Manche Angriffe des Gegners verursachen Statusleiden wie Vergiftung oder Ausdauerschwund. Diese können dir das Kämpfen extrem erschweren, also solltest du den entsprechenden Attacken möglichst ausweichen. Wenn alle Stricke reißen, können sich gewisse Zauber- und Ausrüstungseffekte als hilfreich erweisen. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Okay. Das passiert, wenn man offenbar einmal falsch läuft. Aber wir haben es ja trotzdem noch geschafft. Das war knapp. Wo zum Teufel sind wir? In einer wichtigen Stadt, nehme ich an. Hallo? Jemand zu Hause? Meldet euch, falls mich jemand hört. Totenstill. Dann lass uns weitersuchen. Und du solltest vielleicht Ausschau nach einem Ort zum Rasten halten. Sehen wir uns dort um. Okay, Zielort einstellen. Unterwegs auf freiem Feld ist es leicht, sich zu verlaufen. Markiere daher Zielorte auf der Karte, damit Reif dir helfen kann, den Weg zu finden. Diese Markierungen werden außerdem am oberen Bildschirmrand angezeigt. Öffne das Hauptmenü und wähle Karte aus, um dir einen Überblick über Gebäude und andere potenzielle Zielorte zu verschaffen. Machen wir natürlich sofort. So, gewährt einen Überblick über die Umgebung mit deiner Position im Zentrum. Auch deine letzten Bewegungen werden angezeigt. In der Nähe gibt es einen Ort, wo du eine wohlverdiente Rast einlegen kannst. Setze mit X eine Zielmarkierung, um dir die Navigation zu erleichtern. Okay, frei bewegen darf ich mich nicht, also drücke ich X. Und damit ist der Ort markiert und das nächste Tutorial poppt auf. Wundervoll! Okay, Erkundung im magischen Parcours. Der magische Parcours erlaubt es dir, deine Umgebung mit akrobatischer Leichtigkeit zu erkunden, hohe Gebäude in Sekunden zu erklimmen und Hindernisse mühelos zu überwinden. Halte doch mal L und Kreis gedrückt und finde heraus, was es in Junos Burgstadt zu entdecken gibt, während du über diese neue Fähigkeit verfügst. Das werden wir tun. Ist denn echt gar keiner mehr hier? Danach sieht es zumindest aus. Vielleicht hat die seltsame Luft die Leute dazu bewogen, freundlichere Gefilde aufzusuchen. Hoffentlich. Dann wären sie wenigstens noch am Leben. Gut, das werden wir tun. Also erkunden und zu dem markierten Ort gehen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.